Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Nach den letzten beiden spannenden, aufregenden Folgen haben wir uns heute mal ein bisschen Entspannung verdient. Und ich befinde mich irgendwo in unserer Milchstraße, unserer Galaxie, den Weiten des Alls, der Unendlichkeit, des Raumes, der Zeit und des Lichts oder so. Ja, aktuell bin ich hier. Preaflyps-OE6-23. Irgendwo hier am Rand, nicht mal ganz am Rand, schon ein bisschen wieder weiter drin. Aktuell sind es noch zumindest von hier aus gesehen bis Sagittarius A knapp 15.000 Lichtjahre. Und hier ist irgendwo Kolonia. Sind es knapp 20.000 Lichtjahre. Ich werde wahrscheinlich, da ist eigentlich der nächste Zielpunkt, wo ich hin möchte. Da oben habe ich mir noch von irgendjemandem ein anderes Lesezeichen gesetzt, weiß, mal gucken, aus irgendeinem Livestream hattet ihr mir, war das der? Genau, von Erik. Genau, von ihm war das. Ich weiß nicht genau, was wir da vorfinden werden. Er hatte mir damals mal das System genannt. Ja, und ich denke, das könnte ich eigentlich direkt mal mitnehmen, wenn ich zu Sagittarius A fliege. Da würde ich das dann als nächstes Ziel einfach wahrnehmen. Erstmal hier unten weiter Richtung mein Ziel und dann dorthin. Denn bis zu meinem Ziel kann ich eine recht, zumindest für mich, eine kleine besondere Route fliegen. Und bin allerdings gerade hier in so einem System gelandet. Wir sehen so einen schönen blauen B-Stern als Hauptstern. Und da gibt es immer mal ganz, ganz nette Sachen zu finden. Auch hier draußen, ich weiß gar nicht, ist das noch? Das könnte sogar noch eine Wasserwelt sein. Genau, auf dem bin ich gerade. Da bin ich gestern schon ein bisschen rumgefahren mit der Rift, denn ihr habt gerade gesehen, die Aussicht ist aktuell auch noch sehr geil. Der Planet bewegt sich nicht. Der zeigt immer dieselbe Seite dem Stern zu, ähnlich wie unser Mond uns dieselbe Seite zuzeigt oder zeigt. Ja, ein bisschen Zeug habe ich eingesammelt. Und haben wir knapp 3G. Bin hier schön ein bisschen rumgefahren, ein bisschen Zeug eingesammelt, wie gesagt. Und wir können ja auch ruhig nochmal so ein bisschen was mitnehmen, denn ich möchte für meine Erkundungen dann in der, relativ zentrumsnahen Galaxiemitte so ein bisschen was anschauen. Mal gucken, ob es klappt. Bräuchte bis dahin halt ein paar FSA-Synthesen 100%. Oh, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Das meiste dafür habe ich, außer halt die üblichen Verdächtigen, die fehlen immer mal noch. Arsen 20 mal, nur Germanium nur 20 mal, nur 18 mal Yttrium und Polonium. Das sind so die vier Sachen, die ich noch ein bisschen häufiger bräuchte. Niobium habe ich gestern hier einiges gesammelt. Kohlenstoff sowieso, vieles da. Und ja, 9 Einspeisungen hätte ich. Also ich möchte mindestens, wenn ich da loslege, ja, so um die 20, vielleicht sogar 30 Einspeisungen haben. Wir nehmen jetzt hier einfach mal noch. Fährt sich halt immer wie auf Schienen, ne? Ihr seht, der hebt kaum ab, der Buggy. Also so 3G zu fahren, das ist nicht schlecht. Ich fand immer 1G, 1,5G nicht schlecht zum Fahren. Da können wir auch noch ein bisschen die Schubdüsen, die vertikalen mit benutzen. Geht hier auch noch ein bisschen, aber wenn ich die jetzt loslasse, zack, ab. Ja. Lässt er dann irgendwann, ja, düst er halt ganz schön, oder ist die Anziehungskraft ziemlich hoch, dass er da schnell zu Boden geht. Nehmen wir nochmal Ausbiss mit, vielleicht ja, einfach nochmal ein bisschen Niobium, ich glaube Zirconium gab es hier auch. Nehmen wir nochmal was mit. Und hier war ich halt gestern echt, bin ich ewig in die Richtung gefahren mit der Rift. Das sieht immer so toll aus. Mir ist mal aufgefallen, wenn man über den Teilen steht, den Blick automatisch nach unten senkt, dann kann man einfach mit der Auswahltaste, was vor einem liegt, einfach nur auswählen. Und wenn man dann drüber steht mit dem Buggy, die Frachtluke offen hat, dann sammelt er halt direkt alles ein. Und man muss nicht immer vor, zurück fahren. So geht es ein bisschen schneller. Und komm, hier vorne liegt auch noch mal ein bisschen was rum. Nehmen wir auch noch mal mit. Doch. Ja, bei 3G tut es dann auch schnell mal weh, also ich da irgendwo dagegen fahre. Was liegt denn darum? Transitkontrolliert, okay. Hier gibt es auch Geysire. Was haben wir da drüben nochmal? Gibt es auch Geysire, habe ich jetzt aber keine gefunden. Bin da auch zumindest hier nicht speziell auf der Suche danach gewesen. Okay.
Na, hier muss noch irgendwo. So. Und man sieht dann zwar nicht direkt, was man eingesammelt hat, aber rechts oben wird es ja einem immer noch mal angezeigt, was man da gerade eingeladen hat. Das Gute ist, ich sammle jetzt erstmal hier auch komplett alles einfach ein, weil ja die Menge, die ich mitnehmen kann, so dramatisch gestiegen ist, dass ich da überhaupt keine Rücksicht nehmen muss. So, das war schon alles eingesammelt. Nickel, Eisen, Eisen, Eisen. Sehr gut. Okay, gestern hat es eine Weile gedauert. Als ich hier gelandet bin, bin ich raus, habe die Rift aufgesetzt, bin wieder rein. Und dann kam erstmal etliche Minuten lang gar nichts, habe ich gar nichts gefunden. An irgendwelchen Gesteinsbrocken. Also es ist halt echt eine geile Aussicht. So schön. Ich hatte halt nur leider... Das ist da drüben. Das könnte wieder ein metallischer Meteorit sein. Ich hätte gestern keinen metallischen Meteoriten gefunden. Vielleicht ja jetzt mal. Keine Sorge, ich hole dann gleich die Anaconda ran. Die ist ein bisschen lädiert. Ich war eventuell 2-3 Mal ein bisschen unachtsamer. Die hat, glaube ich, nur noch 94% Rumpfülle. Ist zwar trotzdem rein theoretisch noch viel für ein Explorerschiff, ist es eigentlich schon wenig. Also die ist jetzt zwar auch schon sehr lange unterwegs, hat schon viele Zehntausende. Ich glaube, die hat sogar schon 100.000 Lichtjahre an sich geknackt. Hinter sich gebracht, aber naja, gut. Ihr kennt das vielleicht. Manchmal ist man einfach ein bisschen unvorsichtig oder zweimal ist es dadurch gekommen, dass ich auf einem kleinen Planeten einfach dann doch ein Ticken zu schnell war. Das war gar nicht viel, aber ein bisschen zu schnell. Und schon kommt man zum Beispiel nicht in den Orbital Cruise rein und dann reißt es einen ähnlich wie beim Notstopp an einem Stern raus und du verlierst 1% Rumpfülle. Passiert, ist nicht so schlimm. Ich werde dann irgendwann bei Colonia mal anhalten, ein bisschen reparieren und vermutlich gut, der Ersatzwert in dem Fall betrifft halt bloß den Buggy. Aber der Ersatzwert der Anaconda liegt bei 12 Millionen irgendwas. 12,5 glaube ich. Und 14,4 Millionen sind hier noch auf dem Konto. Das würde bedeuten, wenn ich wahrscheinlich die Anaconda in Colonia... in Köln. Manchmal hat man so Sprachfindungsstörungen. In Colonia reparieren würde, könnte sein, dass ich gar nicht mehr genügend für den Ersatzwert übrig habe. Wäre nämlich gut möglich, dass die Reparatur teurer ist und ich dann... Naja, mal schauen. Aber jetzt geht's erstmal dann Richtung Sagittarius A. Von euch ist... Ach doch, da ist einer. Jawohl. Von euch ist auch der eine oder andere dahin unterwegs. Können wir uns dann gern irgendwo da treffen. Wie gesagt, bei mir dauert's noch ein bisschen. Ich bin die letzten Tage immer mal wieder viel gesprungen. Und hoffe, dass das die nächsten Tage so weiter anhält und ich dann nochmal... ein paar Lichtjahre auf mich nehmen kann. Nickel, Zirconium, Mangan, Cadmium. Super. Okay, pass auf, ich hole das Schiff ran. Ich hoffe, das landet gut bei 3G. Ich habe tatsächlich selber selten, ganz, ganz selten, ich glaube, mit einem Landevorgang auf einem Planeten mit einem Schiff noch keine großen Probleme gehabt. Und ich drücke mir jetzt selber mal die Daumen, dass das auch klappt. Ich bin da immer vorsichtig. Gerade wenn du hier draußen wirklich im Nimmerland bist eigentlich und schon viel hinter dir hast. Das ist immer nicht schlimm am Anfang der Reise. So die ersten paar tausend Lichtjahre, dann ist das okay, wenn da vielleicht mal was schief geht. Aber wenn du dann wirklich schon Monate unterwegs bist oder schon einmal halb um die Galaxie drumherum jetzt wieder zurück und schon viele, viele, viele tausende Scan-Daten hast, dann, naja, wird es dann hier und doch schon mal ein bisschen kritisch. Aber zumindest das sieht schon mal ganz gut aus. Die landet so herrlich gerade. Oh, toll. Hör auf, mein Buggy wird dreckig. Muss ich mir doch noch einen Geysir suchen. Okay, schick. So, ich mache nur noch mal ein Foto. Ach hier, ich war gerade mit dem weißen Buggy unterwegs, sehe ich gerade. So. Was ist denn das da hinten? Ausbiss. Na gut, ich müsste mir dann mal noch irgendwann einen Planeten suchen, der noch Polonium, Arsen und so ein Kram hat. Das brauche ich dann wirklich noch. Und jo, rein ins Schiff. Die sieht halt von außen auch schon, ja, dezent mitgenommen aus. Und ich habe gestern, nee, für euch vorgestern, schon an einem
kleinen Video mal wieder so ein kleiner Zusammenschnitt, was gebastelt aus etlichen Szenen, die ich hier während des Explorens der Erkundung schon aufgenommen habe, immer mal nebenbei. Und das geht allerdings mal in eine leicht andere Richtung als sonst, zumindest musikalisch. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt, und ich hoffe, dass ich jetzt noch vielleicht jetzt für mich heute, wenn ich jetzt hier gerade aufnehme, am Dienstag noch ein paar Szenen aufnehmen kann, vielleicht Mittwoch, dass ich das spätestens zum Wochenende mal raushauen kann. Bin ich mal gespannt. Dem einen oder anderen wird das Lied vielleicht bekannt vorkommen. Keine Angst, es ist jetzt hier kein, also nichts gegen sie, aber jetzt kein Helene Fischer Song oder irgendwie sowas. Also in die Richtung geht's nicht. Keine Volksmusikuntermalung. Wobei das vielleicht ganz witzig wäre. Kennt ihr mal noch die Wildecker Herzbuben? Ich kenne die noch. Meine Oma früher gehört. So, und zwar die letzten, ich glaube so um die 50 Sprünge sind das noch, sind jetzt nur geplant bei B-Sternen. Kann natürlich sein, dass zwischendurch der ein oder andere, einer von denen hier unten, von den seltenen mal vorkommt. Aber sonst, ich habe die anderen G und K rausgenommen und habe mal geguckt, ob ich zufällig, hier kommen auch fast nur noch blaue, mal nur an B-Sternen vorbeispringen kann. Und das klappt sogar, das finde ich super. Das machen wir jetzt auch. Nur bei B-Sternen halten. Wie gesagt, die haben immer mal schöne Sachen. Und ja komm, wir machen jetzt weiter. Ich habe ja vorhin noch mal geguckt, eventuell wäre das hier sogar noch eine Wasserwelt dabei. Bin letztens auch ein paar Mal um die 80.000, 90.000 Lichtsekunden für ein paar Wasserwelten oder meine erdähnliche Welt geflogen. Das mache ich dann schon offscreen, wie gesagt, immer. Außer eins hatte ich gestern ausgelassen, das waren 800.000 Lichtsekunden. Das war mir dann auch für mich selber ein bisschen zu öde. So eine kleine Schmerzgrenze gibt es dann trotzdem noch. Ach hier, schön. So. Halt. Hm. Gut. Jetzt nichts weiter dabei. Halt. Ich mach mal wieder die Linien ein. Ich hatte schon mal angesprochen, dass ich glaube, dass der Treibstoffsammler ein bisschen schneller an sein maximales Sammelvolumen kommt. Oder Sammelaufnahme kommt als noch vor dem 3.0 Patch. Zumindest habe ich hier mit der Anaconda das Gefühl. Hier ist ein ganz, ganz großer Treibstoffsammler drin, der 1245 Kilo die Sekunde da ins Treibstofflager wuchtet. Und ich habe halt das Gefühl, dass ich nicht so nah ran muss. Würde mich mal interessieren, ob ihr da eventuell ähnliche Ideen habt oder ob euch das ähnlich vorkommt. Zumindest hatte ich da nichts in den Patch Notes gelesen. So, wie sieht's hier aus? Oh, ach Gottchen. Dreimal so groß wie die Sonne. In den Systemen gibt's halt dann gern mal. Also das sind die Systeme, in denen ich bisher die kleinsten landbaren Planeten gefunden habe. Das waren, glaube ich, immer blaue Sterne, entweder O oder B. Und halt auch viele landbare Planeten, wie wir es gerade gesehen haben, in dem System zuvor, in dem wir gestartet sind jetzt, halt auch mit einem Ringsystem. Also die finde ich schon immer sehr interessant. Da ist von bis alles dabei und halt auch Wasserwelten, erdähnliche Welten und so ein Kram. Mal schauen, ob wir irgendwas Gescheites finden jetzt. Kann auch mal sein, dass ein paar nur der Stern vorhanden ist und gar keinen weiteren Planeten oder halt sowas. Was ist das hier? Oh, nett. Das ist ein Muster, beziehungsweise eine Oberfläche, die ich so vielleicht noch gar nicht gesehen habe bisher. Das sagt mir nichts. 17.000 Lichtsekunden. Neulich auch, da hatte ich zwei Systeme hintereinander. Oh, kleinen Moment, ich muss mal kurz ans Telefon gehen. Nee, hat schon wieder aufgelegt. Na gut, das ist nicht so schlimm. Gut, hat sich erledigt. Entschuldigte. Eventuell war es wichtig, ich weiß es nicht. Wir machen einfach weiter. Genau, neulich zwei Systeme hintereinander gehabt, bei denen es zwei sehr große landbare Planeten gab. Einer sogar über 20.000 Kilometer Radius. 20.000, ich habe irgendwo ein Foto davon, ein Bild gemacht. 20.200 oder 20.400 Kilometer Radius. Und der andere war bei 19.800 oder so, also auch sehr groß und landbar.
Das war aber bei normalen Sternen, nicht bei den blauen. Das war noch ja, schon wieder ein paar tausend Lichtjahre zurück. Oh. Na. Ja, auch wieder schön. Hier, das sind immer sehr kleine. Der ist jetzt nicht besonders klein. Ich würde jetzt mal raten, vielleicht 400-500 Kilometer Radius. 517. Der hier ähnlich. Ne, sogar noch größer. Ja. Ne, das sind dann immer die kleinsten. Also wenn man hier schon kleine hat und dann nochmal einer weggeht, die... Also, ja gut, das ist oft so, dass die hier so ungefähr das 3- bis 4-fache am Radius haben von dem Kleinen, der dann noch weggeht. Selten, dass die mal gleich groß sind, sondern hier sehen wir es, der um die 500, der um die 2000 Kilometer. Na, hier ähnlich knapp, naja, nicht ganz das 3-fache, aber so ungefähr kann man das immer so ein bisschen abschätzen. So, und weiter geht's. Und bei den Sternen, je nachdem wie groß sie sind, die können halt auch mal, wir haben es ja gerade gesehen, schon ein bisschen größer sein oder deutlich größer. Kann es halt auch sein, dass so eine Wasserwelt mal ein paar tausend Lichtsekunden weit weg ist und nicht bloß 3, 4, 5, 600 oder so, sondern auch mal 2, 3, 4.000 Lichtsekunden. Hängt ja mal von vielen Faktoren ab. Oh, bloß einer. Gut. Hier gibt es nichts zu sehen. Ja, die Sterndichte, man sieht es auch ringsherum. Auch wenn ich jetzt weiter wegfliegen würde vom Stern, dass allgemein die Helligkeit hier im System und um uns rum ein bisschen abnimmt, kommt ja dann das Milchstraßenband noch deutlich stärker zum Vorschein. So. Und 10. Nicht? Ah. Ja, auch hier viele tote Sterne gibt es dann immer mal. Und weiter. Wie weit ist der hier weg, der kleine? 463. Gut. Ja, der Lack der Anaconda, der ist schon ziemlich mitgenommen. Die müssen, wie gesagt, ein bisschen was aushalten mittlerweile. Deswegen würde ich die schon ganz gern wenigstens mal komplett drüber reparieren in Colonia. Hm. Aber geldtechnisch könnte das unter Umständen ein bisschen knapp sein. Ich könnte natürlich dort, ich weiß gar nicht, ob das geht in Colonia, ob man dort Explorer-Daten verkaufen kann. Eigentlich möchte ich es nicht, möchte das kompletten Toluku verhökern. Aber vielleicht, wenn, je nachdem, falls das Geld knapp wird, dort einfach ein, zwei Seiten oder so verkaufen. Keine Ahnung, erstmal schauen. Erstmal dort ankommen, das wird auch wieder eine Weile dauern. So, und weiter. Es sind jetzt noch bis zu meinem Ziel 44 Sprünge. Wenn ich die anderen beiden G- und K-Sterne, die ich sonst immer noch mit dabei hatte, mit anstellen würde, dann wären das vielleicht nur noch 3, 35 oder so, also ein bisschen weniger. Aber es kommt ja gerade nicht drauf an, einfach schnell irgendwo hinzukommen, sondern einfach mal die Dinge sich anzugucken, die man sich mal jetzt angucken möchte. Deswegen die hohe Sprungreichweite ist eigentlich wirklich nur gut, wenn man mal weit oberhalb oder unterhalb oder außerhalb der Galaxie irgendwo hin möchte. Jetzt wenn man bloß mal so in die Galaxiemitte fliegt oder sich einfach so spezielle Sachen raussucht, die man haben möchte oder sich in speziellen Systemen umgucken möchte, braucht man ja keine so hohe Sprungreichweite. Du kommst ja auch locker mit so einer Standard ungepimpten Anaconda oder ASP über 30 Lichtjahre mit einigen anderen Schiffen auch. Das reicht auch. Ich habe die erste Reise zum nach Sagittarius A auch mit der ASP Explorer gemacht. Die, mit der hatte ich damals, das war vielleicht ein bisschen doof, die hatte ich
anders ausgestattet, als ich danach jedes andere Explorer-Schiff ausgestattet hatte. Und zwar dachte ich mir bei der ASP, okay, ich habe nicht wirklich Bock, oft zu tanken oder jedes Mal so nah an den Stern ranzufliegen. Denn damals war das noch anders. Die hatten irgendwann mal die Berechnung, wie du im System ankommst, verändert. Am Anfang des Spiels war das nämlich so, ich zeige es euch gleich, wir springen mal ins nächste System, da kann ich es mal zeigen. Wenn wir jetzt in ein System reinspringen, dann ist es so, dass das nächste System, wo wir hinwollen, wenn es ungefähr auf einer Linie liegt, immer hinter dem Stern ist. Das war ganz am Anfang nur selten der Fall, dass das nächste System, dass man nicht einmal halb um den Stern drumherum muss, wie es hier oft der Fall jetzt mittlerweile ist, ist ja auch nicht schlimm, sondern das nächste System, wo man dann hinspringen konnte, einfach schräg direkt von einem war und man nicht unbedingt den Stern schneiden musste und deswegen auch den Treibstoffsammler jetzt nicht zwingend immer angeschmissen hat. Ne? Gut, das ist jetzt schon mal ganz gut, das ist jetzt nicht so weit weg da hinten, aber oft sind die ja relativ hinter dem Stern und wie gesagt, ganz am Anfang war das oft so, dass dann einfach weit rechts oder halt nicht hinter dem Stern das nächste Sprungziel war. Berechnungstechnisch hatte sich da irgendwann mal wie was geändert. Und deswegen hatte ich damals die erste ASP, die hatte bloß eine Sprungreichweite von, flieg mal dahin, von, ich glaube, bloß 27 Lichtjahre, 26, 27 Lichtjahre, das war nicht so viel, denn die hatte die hatte so viel Treibstoff an Bord, der hatte ich ein paar extra Tanks verpasst, dass die über 700, 800 Lichtjahre ohne ein einziges Mal nachtanken fliegen konnte. Damals war es nämlich noch so, dass man nur 100 Lichtjahre Routen planen konnte. Und 1000 Lichtjahre, das kam mir dann erst später. Und jetzt die 20.000 Lichtjahre kam mir erst vor einem halben Jahr oder so. Oder vor einem Dreivierteljahr. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das ging halt am Anfang alles gar nicht. Da konntest du nur 100 Lichtjahre am Stück planen. Und da war der Routenplaner bei weitem nicht so ausgefeilt wie heute. Da haben teilweise selbst 100 Lichtjahr-Routen lange gebraucht, um zu laden. Heute ballert der die 10.000, 20.000 Lichtjahre vergleichsweise schnell durch den Planer, durchs Navi-System. Das war am Anfang nicht so der Fall. Und deswegen, also bloß um mal in die Galaxie mit zu fliegen, braucht man jetzt kein Schiff, was irgendwie 50, 60 Lichtjahre weit springt. So, was gibt es hier? Yttrium? Yttrium. Ja, das wäre zum Beispiel eine Sache, die bräuchte ich, ne? Yttrium. Ich habe bloß 18 mal Yttrium. Yttrium, pass mal auf. Yttrium, 1,9. Huh, wo ist er hin? Also hören Sie mal. Oh! Ach, geil. Pass mal auf, da parken wir uns mal. Ich hoffe, oder sah das jetzt bloß aus dem Orbit so geil aus? Da ist ein fetter Krater. Aber hier, das sieht so ein bisschen geschwulstmäßig aus. Wie so ein Raumschiff, was unter der Oberfläche oder was dort liegt, was dann irgendwann mit, weiß ich nicht, Geröll bedeckt wurde. Okay, das sieht bloß aus der Entfernung wieder geil aus, wenn ich jetzt nah ranfliege. Wie es dann halt immer mal so ist, dann siehst du es nicht mehr großartig. Egal, ich packe mich einfach mal hier. Wir gehen mal runter. Wie viel G haben wir hier? Wir sind jetzt bei, ich sehe es nicht ganz, 0,89, 0,9, ja, also locker über 1G, 1,5G oder so. 1,15, okay, das geht ja noch. Ja, okay, gut, wenn wir jetzt hier runterkommen, dann sieht es nicht mehr ganz so schön aus. Aber ein paar schicke Krater ringsrum. Ja, das täuscht dann halt. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, das täuscht so oft, dass du aus dem Orbit irgendwas Geiles siehst, wo du denkst, oh ja, da fliege ich mal hin, das sieht bestimmt toll aus. Und dann kommst du immer näher und dann zieht sich das halt, weil einfach die Größenunterschiede oder man sich in der Größe manchmal so verschätzt. Ich habe es auch schon mal erwähnt mit einem Krater, durch den ich mal durchfahren wollte und 2 Stunden geradeaus mit dem Buggy gefahren bin und noch lange nicht am Ende des Kraters war. Als ich dann das Raumschiff wieder gerufen hatte, bin ich noch etliche Minuten mit dem Raumschiff zum Kraterende geflogen und habe nicht mal das annähernd erreicht. Also man verschätzt sich da sehr, sehr gern. Ja gut, das ist jetzt hier nicht so geil. Hier ist wieder so halb dunkel.
Aber immerhin, daher haben wir eine schöne Aussicht. Ne gut, ich dachte bloß, wir... Ja doch, ich park mal hier drüben. Park mal hier so ein bisschen am Kraterrand. Ach schade, hätte ich das gewusst, dann wären wir zu dem großen Krater geflogen. So, dann schauen wir doch mal. Halt. Okay. War ein bisschen hart, aber war okay. Moment. Ah. Gott. Da sehen wir sie nochmal, die ist ganz schön lediert, ne? Ah ja, gut. Das hält sie schon noch aus. Sieht recht gefährlich aus. Würde ich sogar sagen. Ich glaube, mehr Abrieb kann nicht mehr stattfinden. Dass nur nachher nur noch, wenn ich in Kolonie ankomme, nur noch das Gerüst rumflattert mit Cockpit. So. Na fein. Gut, haben wir wenigstens einen wunderschönen Aussichtspunkt noch erreicht jetzt zum Ende. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich bedanke mich bei euch. War mal wieder eine Explorer-Folge. Nicht so eine erfolgreich, aber ein paar schöne Sachen gesehen. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!